Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über Glashäuser und Wintergarten. Von der Idee über die Planung bis zur Fertigstellung, so lautet mein Thema heute für Sie. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Friedrich Ahlers. Ich bin Geschäftsführer der Friedrich Ahlers GmbH. Das ist ein altes Oldenburger Traditionsunternehmen, in dritter Generation jetzt geführt. Und wir beschäftigen uns unter anderem mit Glashäusern, Wintergärten und vielen anderen Dingen rund ums Bauen. Ich selbst habe eine Ausbildung zum Architekten absolviert und habe seit 40 Jahren sehr, sehr viel mit den verschiedensten Baumaßnahmen zu tun. Unter anderem war ich auch Sachverständiger und habe auch in verschiedensten Ausschüssen zur Qualitätsüberwachung mitgearbeitet. Mein Ziel ist es, für unsere Kunden ein gutes Endergebnis zu haben. Und damit komme ich gleich zum Beginn meines Vortrags. Von der Idee über die Planung bis zur Fertigstellung. Am Anfang steht immer eine Idee, die Sie im Kopf haben. Wir haben ja hier als Bezugspunkt den Garten. Und aufgrund dieses Bezugspunktes habe ich gemeint, wenn wir hier so viele Gartenfreunde in dieser Ausstellung haben, dann sind diese Gartenfreunde daran interessiert, das Erlebnis Garten möglichst ganzjährig zu haben. Und dafür benötigt man einen Platz, der möglichst alle Schutzmaßnahmen erfüllt, damit man den Garten auch ganzjährig genießen kann. Die Gliederung sieht folgendermaßen aus. Zunächst einmal stelle ich Ihnen die Unterschiede zwischen Glashaus und Wintergärten vor. Danach erzähle ich Ihnen etwas über die Planung, was dabei zu beachten ist, worauf man unbedingt Acht geben sollte. Und letztendlich wird selbstverständlich auch das Ergebnis hier präsentiert. Wie kommen wir zu einem guten Bauerfolg? Beginnen wir mal mit dem Glashaus. Typische Merkmale eines Glashauses sehen Sie anhand dieses Fotos. Und zwar schlanke Profile, wenig Konstruktionsanteile, Glasflächen, die kaum wahrnehmbar sind. Diese Glasflächen werden in unteren Führungsschienen geführt und oben gehalten. Und bei sehr, sehr gutem Wetter werden diese Elemente seitlich geparkt, wie hier zu sehen. Das Glashaus hat weitere Vorteile. Es lässt sich auf jeden beliebigen Terrassenplatz errichten, ohne große bauliche Probleme, weil es keine Wärmedämmung erfüllt. Es ist lediglich ein Schutz gegen Wind, gegen Regen, gegen Kälte, kann es auch einen Schutz geben. Und es stellt eine Möglichkeit dar, 3 bis 4 Monate im Jahr den Aufenthalt auf der Terrasse zu verlängern. Das ist das Glashaus. Manche nennen es auch Sommergarten, einige andere wiederum den ungedämmten Wintergarten, weil wir kein Isolierglas verbauen. Nochmal zusammengefasst, die Sommermonate werden verlängert. Der Glaswintergarten ist sehr preiswert. Er hat ein schlankes Design. Er dominiert nicht das Gebäude. Hier nochmal ein anderes Beispiel eines Glashauses. Es gibt unterschiedliche Systeme. Hier wieder der untere Schlusspunkt. Man kann erkennen, dass hier das Glashaus geschlossen ist und trotzdem ist das Gebäude dahinter voll wahrnehmbar. Wir verändern nicht die Ästhetik des Hauses. Ein weiteres Beispiel. Hier wird ein etwas stärkeres Konstruktionsprofil verwendet, mit dem Vorteil, dass Sie das Glashaus jetzt auch nicht nur als Pultdach an das Gebäude anbauen können, sondern auch vielfältige Bauformen realisieren, wie beispielsweise hier ein Erker-Element, was sich segmentbogenförmig um eine Stütze, die hier im Vordergrund zu sehen ist, anordnet. Auch hier wieder alle Elemente verschiebbar zur Seite zu schieben. Und wenn die Elemente verschoben sind, haben Sie den vollen Blick auf den Garten und lediglich eine überdachte Terrasse. Ein weiteres Beispiel. Dieses Bauteil zeigen wir hier unter anderem auch auf der Messe, um zu demonstrieren, wie leicht es in der Handhabung ist, mit dem Baustoff Holz. Das Trägerelement Holz passt sehr gut zum Garten. Es erzeugt eine wohnliche Atmosphäre.
und erfüllt ansonsten die gleichen Kriterien wie auch das komplette Aluminiumelement mit ein paar kleinen Unterschieden. Hier sehen Sie Dachüberstände, die realisiert werden können, sowohl nach vorne mit der davor hängenden Rinne, aber auch seitlich hier zu sehen, können Sie Glasüberstände erreichen, um das Wasser noch weiter vom Gebäude wegzuhalten. Ein weiteres Merkmal dieses Beispiels ist es, dass es auf einer Holzterrasse errichtet wurde. Hier Merkmale des Wintergartens, zu dem komme ich jetzt. Also wir sprachen ja von der Idee. Man hat eine Idee, einen geschützten Platz am Haus zu haben. Das kann ein Glashaus sein, wie zuvor beschrieben. Das kann aber auch ein Wintergarten sein, wenn man ihn das ganze Jahr über bewohnen möchte. Ein Wintergarten ist grundsätzlich gedämmt. Er hat Unterschiede zum Glashaus dahingehend, dass er halt mit stärkeren Profilen arbeiten muss, weil das Glas, was er aufnimmt, erheblich dicker ist als das einfache Glas des Glashauses. Aber hier sehen Sie schon mal einen Eindruck von der Atmosphäre, die ein Wintergarten Ihnen bietet. Kurze Merkmale, er ist natürlich im Winter aufgenommen. Das, was Sie hier als doppelte Linie auf dem Dach sehen, ist eine Beschattungsanlage. Und im unteren Bereich sind es Faltelemente, die natürlich jetzt im Winter geschlossen sind. Nochmal zusammengefasst die Vorteile des Wintergartens. Es ist also ein wärmegedämmtes System. Es ist ganzjährig nutzbar. Und es beinhaltet eine Wohnraumerweiterung. Der Wohnraum ist im Grunde genommen um die Fläche des Wintergartens vergrößert. Das hat gleich noch Konsequenzen auf die Planung. Ich komme gleich noch darauf zurück. Hier noch mal ein paar Beispiele für Wintergärten, die exemplarisch belegen, was ich damit meine. Also Sie sehen schon hier wesentlich stärkere Stützensysteme, auch Quersysteme. Auch die Schiebeelemente sind wesentlich stärker dimensioniert. Ein kleines weiteres Merkmal hier möchte ich noch erwähnen. Dieser Wintergarten hat einen hohen Luftraum. Das nur noch mal als Tipp, je mehr Raumvolumen ein Wintergarten hat, umso besser ist er klimatisierbar, umso wohler fühlt man sich darin. Hier nochmal ein weiteres Beispiel eines Wintergartens mit geöffneten Faltelementen. Der Wintergarten hat sich hier an der Dachneigung des Haupthauses orientiert, was ihm ein Design ermöglicht, welches nicht im Gegensatz zum Gebäude steht, sondern im Prinzip das Gebäude mit Glas verlängert. Hier haben wir die Hausecke gehabt. Man kommt hier aus der normalen Tür in diesen vorgelagerten Bereich. Hier haben wir auch wieder ein großes Raumvolumen. Und ein Merkmal, die geöffnete Faltanlage, die in diesem Fall nach außen weggeparkt wurde. Nach außen deshalb, weil es sich hier um einen relativ kleinen Grundriss handelt und eine nach innen abgestellte Faltanlage noch zusätzlich Raum beanspruchen würde. Also die Möglichkeit hat man auch, solche Elemente nach außen wegzuschieben. Ein weiteres Beispiel eines Wintergartens. Hier als sogenanntes Architektensystem mit relativ filigranen Profilen, die aber mit der Abspannung, die man gleich sieht, hier in dem Detail, hier sehen wir die Abspannung, auch große Stützweiten ermöglicht. In einer farbigen Ausführung, aufgemauert auf ein etwas erhöhtes Mauerwerk, aufbauend der Wintergarten. Sie sehen auch hier hat die Bauherrschaft die Küche in den Wintergarten verlegt. Der Essplatz ist auch da, totale Verbundenheit zum Garten. Hier verschwinden die Grenzen zwischen Innen und Außen, hier verschmelzen Innen und Außen, hier kommunizieren Innen und Außen miteinander. Ein weiteres Beispiel, diesmal ist es ein Holzwintergarten. Der Holzwintergarten hat wieder diesen wohnlichen Aspekt als Hauptargument. Die warme Farben über die Sparren hier dokumentiert, aber natürlich auch erheblich größere Querschnitte, als Sie sie mit anderen Materialien realisieren können. Nach außen wird der Schutz dieses Holzleinbinders, den Sie hier sehen, durch speziell aufgesattelte Aluminiumprofile übernommen. So ist das Holz lediglich für die Statik und für das Wohlfühlambiente innen als Auswahl prädestiniert. Und für den Außenbereich, für den Witterungsschutz, hat man natürlich dann wieder Materialien, die der Witterung besser standhalten.
Es gibt einige Wintergärten aus Holz, die wir saniert haben, die diese Vorsichtsmaßnahme nicht beinhaltet haben. Da hat man direkt auf den Holzbalken das Glas aufgelegt, mit der Konsequenz, dass nach 10 bis 15 Jahren so ein Wintergarten komplett erneuert werden muss, weil dort Undichtigkeiten auf der Außenseite entstehen und UV-Strahlungen auf das Holz einwirken, die die Zellulose-Strukturen zerstören und damit auch den Fäulnisprozess beschleunigen. Fassen wir nochmal zusammen. Das Glashaus verlängert die Sommermonate. Der Wintergarten durch das wärmegedämmte System ist ganzjährig nutzbar. Der Sommergarten ist, oder das Glashaus ist verhältnismäßig preiswert. Der Wintergarten natürlich dadurch, dass es ein komplett erstelltes Gebäude mit allen Handwerksbereichen ist, ist erheblich teurer und ist eine Investition in zusätzliche Nutzfläche. Das Glashaus hat ein schlankes Design und der Wintergarten hat stärkere Profile, bedeutet also grundsätzlich eine Wohnraumerweiterung. Wichtig ist Ihre Präferenzen, wir liefern Ideen, entscheiden müssen Sie, was für Sie wichtig ist. Hier nochmal ein kurzer Einblick in die Formenvielfalt, die realisierbar ist. Sie sehen, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Man kann, so wie hier gesehen, hohe Konstruktionen in Dachneigung verlängern. Man kann sie über die Giebel hinaus erweitern. Man kann sie als Pultdachkonstruktion lediglich ansetzen. Man kann sie um die Hausecke herum planen. Es gibt auch kleine Glaserker, die lediglich eine zusätzliche Sitzecke in einem Bereich des Hauses ermöglichen. Und was auch schon zu sehen war im Eingangsbild, man kann auch das komplette Haus um einen Giebel verlängern, was sehr viel Raumvolumen bringt. Ich zeige Ihnen nachher ein sehr, sehr schönes und gelungenes Beispiel in der unmittelbaren Nachbarschaft hier in Oldenburg. Und die einfachen Beispiele wie hier Pultdächer, auch wie hier zu sehen auf der Ausstellung, entweder auf der Terrasse aufgesetzt oder auf dem Balkon aufgesetzt, sind weitere Beispiele der Nutzung. Manch einer mag auch gerne den Wintergarten oder das Glashaus in eine Nische des Gebäudes hineinziehen. Auch das ist denkbar. Jetzt kommen wir zum Thema Planung. Nachdem wir also die Unterschiede zwischen Glashaus und Wintergarten erläutert haben. Bei der Planung ist es mir wichtig, Sie darauf hinzuweisen, dass bei jeglichen Gebäuden auf dem Grundstück es sich um ein Gebäude handelt, was dem öffentlichen Baurecht unterliegt. Und es wird heute viel diskutiert, muss ein Glashaus, muss ein Wintergarten genehmigt werden? Ich sage Ihnen erstmal grundsätzlich ja. Nicht unbedingt die Genehmigung müssen Sie nicht unbedingt in den Händen halten, weil es verschiedene Verfahren gibt, aber so ein Bauvorhaben muss angezeigt werden bei der Behörde. Da gibt es zwei Verfahren. Das eine Verfahren ist das sogenannte genehmigungsfreie Verfahren. Da meint man als Laie schon mal, genehmigungsfrei heißt, Bauantrag ist nicht erforderlich. Genehmigungsfrei bedeutet aber lediglich, dass Ihr Gebäude sich in einem Bebauungsplangebiet befindet, wo Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten. Sie müssen den Bauantrag genauso einreichen wie bei einem vereinfachten Bauantragsverfahren. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Ich sage Ihnen aber gleich, warum es sich nur kompliziert anhört, in Wirklichkeit aber recht einfach ist, sich dazu entscheiden, was man dann macht. Es gibt also zwei Verfahren. Ein genehmigungsfreies Bauantragsverfahren, da werden Ihre Bauunterlagen gar nicht geprüft. Sie reichen sie lediglich ein, weil baugenehmigungsfrei. Und bei dem anderen Verfahren, bei dem vereinfachten Bauantragsverfahren, reichen Sie genau die gleichen Unterlagen ein und Sie erhalten eine Baugenehmigung mit dem berühmten roten Punkt. Was dokumentiert jedem, der auch bei Ihnen zu Besuch ist, hier handelt es sich um ein genehmigtes Bauvorhaben. Beim genehmigungsfreien Bauvorhaben kann Ihnen nämlich Folgendes passieren. Sie haben die Unterlagen eingereicht. Sie sind der Auffassung, dass alles richtig ist. Es kommt eventuell mal zu einem Streit mit dem einen oder anderen Nachbarn und dabei wird dann streitig festgestellt, die Baugenehmigung kann nicht erteilt werden. Sie waren davon ausgegangen, es ist baugenehmigungsfrei
Und später wird festgestellt, Baugenehmigung kann nicht erteilt werden, bedeutet, sie bauen es wieder ab. Da der Aufwand für ein vereinfachtes Verfahren und für ein baugenehmigungsfreies Verfahren gleich ist, Sie die gleichen Unterlagen einreichen, können Sie es dann auch gleich nach dem vereinfachten Verfahren machen. Und Sie erhalten die Baugenehmigung und wissen, was los ist. Das hört sich, wie gesagt, nach wie vor nicht einfach an, ist aber relativ einfach. Der Aufwand ist gleich. Wenn Ihnen jemand erzählt, ist baugenehmigungsfrei, wir brauchen nur eine Bauanzeige zu machen, das ist falsch. Das nur zum Anfang. Was die Planung berücksichtigen muss, und deswegen bin ich der Meinung, nutzen Sie das Fachwissen eines Architekten, eines Bauplaners, der sich in dem Bereich auskennt. Was die Planung anbetrifft, gibt es eine Reihe von Dingen, die ich nur anreißen möchte. Vielleicht komme ich später noch darauf zurück, wenn mir die Zeit noch bleibt. Die Verglasung, ein weites Feld, Wärmeschutzgläser, bei Wintergärten zwingend erforderlich. Sonnenschutzglas minimiert die Sonneneinstrahlung, aber verdunkelt auch das Glas von innen. Sie haben also nicht den gleichen Helligkeitseinfall. Sicherheitsglas benötigen Sie im Dach immer. Von der Außenseite sollte es ein ESG sein, also ein Einscheibensicherheitsglas. Denn ein Wintergarten muss auch einmal gereinigt werden. Und dann muss man auch mal auf das Glas treten können von der Außenseite. Es wird oft nicht berücksichtigt bei den sogenannten Billigangeboten. Einscheibensicherheitsglas außen, Verbundsicherheitsglas innen. Verbundsicherheitsglas deswegen, falls mal Beschädigungen von der Unterseite des Glases in der Dachfläche entstehen, dann kommen nur Krümel aus der Oberfläche, beziehungsweise es gibt eine Folie, die nochmal zusätzlich verklebt ist, die also dann diese Krümel dort festhalten. Es können keine schwerwiegenden Verletzungen für die Bewohner entstehen. Dann das Thema selbstreinigendes Glas ist auch populär. Sogenannte Lotus-Effekt haben Sie bestimmt schon von gehört, bedeutet nichts anderes, als dass Sie eine Beschichtung auf der Außenseite des Glases haben. Diese Beschichtung wirkt in Verbindung von Sonneneinstrahlung und Nässe. Also im Zusammenhang mit Regen und Sonne wird der Schmutz leichter abgewaschen von der Außenseite. Das heißt, man hat den Eindruck eines relativ sauberen Glases. Dennoch werden Sie immer Rückstände sehen. Und ein weiteres gilt es dazu zu sagen, auch diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab und muss erneuert werden. Das hat Ihnen bestimmt auch noch niemand erzählt, aber es ist so. Das ist wie bei der Wachspolitur eines Autos. Wenn Sie das Auto wachsen, polieren, diese Politur hält nicht ewig. Und um nichts anderes handelt es sich bei der Beschichtung dieses Glases von außen. Und es ist sehr teuer. Sonnenschutz. Den Sonnenschutz können Sie außen wie innen anlegen. Bei dem sogenannten preiswerten Glashaus, was ich Ihnen anfangs erläutert hatte, macht es Sinn, den Sonnenschutz auf der Innenseite unter das Dach zu hängen. Deswegen, weil Sie immer alle Öffnungen beiseite schieben können, alle Elemente beiseite schieben können und weil Sie dann auch bei Wind und Regen auf der Terrasse Platz nehmen können. Selbst wenn die Sonne dann zwischendurch mal scheint. Also die Markise fährt nicht ein, sie muss nicht einfahren, weil der Wind keine Angriffsfläche hat. Also beim Glashaus, beim einfach verglasten, ungedämmten sogenannten Wintergarten. Eine Außenbeschattung würde ich immer einsetzen, wenn Sie diesen hochwertigen, wärmegedämmten Wintergarten in die Präferierung nehmen. Dann sollte die Sonneneinstrahlung außen bleiben, schon gleich abgehalten werden. Müssen dann aber auch damit leben, dass bei Windstärke 8 dann die Markise einfährt. Aber der Schutz ist dann immer noch da und da ein Wintergarten in der Regel klimatisiert ist, macht das keinen großen Unterschied. Es ist zwar dann unter Umständen, wenn Regen und Sonne zusammenkommen, relativ hell, aber die Markise ist dann eingefahren, Sie können sich trotzdem weiter aufhalten. Öffnungen, ein Hobby von mir. Öffnungen im Glashaus und im Wintergarten sind vielfältiger Art. Herzstück eines Wintergartens ist für mich die Faltanlage. Hier gibt es einen separaten Vortrag von Herrn Stahl, der heute Nachmittag noch gehalten wird, über das Thema Faltanlagen. Faltanlagen haben den großen Vorteil, dass sie 90% der Öffnung freimachen. Es gibt keine andere Öffnungsart, die das bewegen kann. Stellen Sie sich vor, 5 Meter sollen geöffnet werden. Bis zu 4,50 Meter ist die Öffnung frei, wenn Sie eine Faltanlage auswählen als Öffnungsvariante. Dann gibt es weitere PSK, den Begriff hat man vielleicht auch schon gehört, Parallelschiebe-Kipptür. Da hebt man sozusagen die Tür aus der Dichtung heraus und dann wird sie parallel zum fest verglasten Bereich weitergeschoben. Nachteil, ich kann die Öffnung nur zur Hälfte frei bekommen.
Das Gleiche gilt für die Hebeschiebetür. Es sei denn, Sie kombinieren zwei Hebeschiebetüren, dass Sie einen Flügel nach links und einen nach rechts beiseite schieben. Dann haben Sie eine etwas größere Öffnung, aber so von der Breite her, aber lediglich immer noch die Hälfte und nicht mehr. Durch Kippfenster, Schiebelüfter sind weitere Öffnungsmöglichkeiten. Entlüftung, senkrecht oder über Kippfenster, motorisch oder über Walzenlüfter. Das sind Dinge, die den Wintergarten betreffen. Ein Glashaus müssen Sie nicht belüften. Es gibt lediglich eine Zwangsbelüftung im Dachbereich. Das heißt, warme Luft, die aufsteigt, wird zwangsabgeführt unter der einfach verglasten Dachfläche. Beim Wintergarten sollten Sie dafür Sorge tragen, dass sowohl Zuluft da ist, als auch Abluft. Und das kann man über kontrollierte Lüftungssysteme erreichen. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dem Thema Automatisierung. Dem Thema Automatisierung darf man sich heute nicht mehr verschließen. Wir sind gerade in einem revolutionären Bereich der Automatisierung. Es wird alles sehr, sehr vereinfacht. Früher mussten Busleitungen gezogen werden, mussten komplizierte Systeme verlegt werden. Das ist heute, gehört der Vergangenheit an. Wir sind heute im Bereich der Smartphone-Technik. Viele Menschen haben schon das Smartphone. In ein paar Jahren wird es kein normales Tastentelefon im Regel der Fälle mehr geben, sondern man wird seine Telefonnummer über ein Smartphone-Display eingeben bzw. abrufen. Und über das Smartphone können Sie heute fast alles im Haus steuern und relativ preiswert, ohne Leitungen zu verlegen, ohne Brechputz- und Malerarbeiten. Also eine relativ einfache Angelegenheit. Und das ist ein eigenes Thema für sich. Glauben Sie es mir, das ist bezahlbar und Sie werden in der näheren Zukunft sehr, sehr viel darüber hören. Sollten Sie sich mal mit dem Thema Wintergarten beschäftigen. So, wie planen wir? Wir planen gemeinsam mit dem Kunden sowieso. Wir hören uns die Vorstellungen an. Im Idealfall bringt der Kunde ein Foto mit in die Ausstellung, so wie Sie es hier sehen. Das ist ein Foto des Bauherrn. Und dieses digitale Foto, das bearbeiten wir nach den Vorstellungen des Kunden. Wir sagen, wie wollen wir dann den Baukörper gestalten? Und dann wird im Dialog konstruiert. Das geht relativ schnell. Und dann kommen Sie zu so einer Bauform unter Umständen. Und hier war es diese Form, die wurde dann letztendlich in dreidimensionalen Bildern visualisiert und dann auch realisiert. Hier sehen Sie das Ergebnis. Es hat durchaus Ähnlichkeit mit dem System und bietet Ihnen die Sicherheit, dass das, was Sie später bekommen, dass Sie das vorher schon mal auch als richtig empfunden haben. Auch ein Ergebnis der heute möglichen technischen Dinge. So, über Größe spricht man natürlich, über die Form, über das Material, über die Farbe. Die Funktionen, wie ich sie Ihnen kurz angerissen habe, werden erläutert. Und dann kommt man letztendlich in die Montage später. Hier nochmal ein schönes Foto. Erstellen von Bauzeichnungen machen wir. Wir stellen den Bauantrag für Sie. Wir besprechen, wenn Sie es wünschen, mit allen beteiligten Handwerkern die Baupläne und die Abfolge der Arbeiten und koordinieren diese. Es wird ein Bauzeitenplan aufgestellt, damit die einzelnen Gewerke miteinander harmonieren und aufeinander abgestimmt, mit möglichst wenig Zeitverlust nacheinander abgewickelt werden können. Zeitmanagement, das war das, was ich Ihnen eben gerade sagte. Und dann kommen wir jetzt, um Sie jetzt mal in die Praxis einzuführen, in die Umsetzung. Das sind einige Stadien, die die Umsetzung durchläuft. Zunächst wird die Baustelle natürlich fachlich eingerichtet. Als Basis für einen Wintergarten benötigen wir dann ein Fundament. Dann wird der Wintergarten in wenigen Tagen errichtet. Und die verschiedenen Gewerke greifen an den verschiedenen Schnittpunkten ein, um das Bauwerk zu vollenden. Nach der Vollendung gibt es die Wintergartenreinigung. Die sollte möglichst vor der Abnahme erfolgen, um alle eventuell noch vorhandenen Mängel auch zu dokumentieren. Ist ein kleines Detail. Wir handhaben es so, dass das fertige Bauwerk zunächst als Bestandteil unserer Leistung gereinigt wird und dann wird gemeinsam
mit Bauherr und Architekt die Abnahme vollzogen, um gegebenenfalls noch Kleinigkeiten korrigieren zu können. Hier nochmal in Bildern kurz dokumentiert, wie diese Baufolge vonstatten geht. Unter Umständen benötigt man Container, um alten Wintergarten unter Umständen abzubauen. Ein Baustellen-WWC wird errichtet. Es werden auch mal Bauschilder aufgestellt, wenn der Bauherr einverstanden ist. Dann kommt der große Komplex Schutzmaßnahmen. Gerade bei vorhandenen und bewohnten Häusern sind Schutzmaßnahmen eine wichtige Angelegenheit. Wenn Sie mit schweren Baufahrzeugen über den Rasen beispielsweise zur Baustelle fahren müssen, dann ist der Rasen anschließend ruiniert. Da kann man Schutzmaßnahmen ergreifen, um nur ein Beispiel zu nennen. Hier in diesem Fall bestand ein Holzwintergarten, der war verrottet, weil er eben, wie schon gesagt, die Außenschutzmaßnahmen nicht hatte, die ich empfehle. Hier sehen Sie die beiden Giebel, die vorher an das Gebäude angeschlossen waren, jetzt schon mit Schutzfolie abgedeckt. Im Vordergrund war ein großer Wohnraum im Wintergarten. In der Mitte des Wohnraumes gab es einen Kamin, der hier noch zu sehen ist. Alles abgedeckt mit entsprechenden Bauplatten, damit letztendlich ohne weitere Beschädigung beispielsweise auch des vorhandenen Fliesenbodens hier der neue Wintergarten aufgebaut werden kann. Dazu bedarf es natürlich auch Spezialwerkzeug. Wenn ich Ihnen erzähle, ein Glas wiegt pro Millimeter Dicke 2,5 Kilo auf den Quadratmeter, dann sagt man vielleicht, oh, das ist nicht viel. Wenn Sie sich aber überlegen, ein Wintergarten enthält 2 Zentimeter dickes Glas, weil er mehrere Scheiben hintereinander geschaltet hat, dann sind aus den 2,5 Kilo schon viele Kilos geworden, nämlich 50 Kilo auf den Quadratmeter. Und die kann man nicht mehr handeln ohne spezielle Krananlagen. Ich erwähne es deswegen, eigentlich müsste man es nicht erwähnen, weil ich immer wieder sehe, dass solche Scheiben über händisch aufgelegt werden, mit den vielen Problemen, die daraus entstehen, dass Kanten brechen, dass das Glas gleich ruiniert ist, dass etwas zerstört wird, dass Unfälle geschehen. Also dafür gibt es denn so Mini-Krananlagen, die mit entsprechenden Saugern das Glas genau, detailgenau in die Dachfläche bringen. Scheiben wiegen sehr viel, bis zu 300 Kilo können sie wiegen, wenn es besonders große Scheiben sind. Hier die obligatorische Reinigung. So, jetzt komme ich auch zu einigen Referenzen noch, die ich Ihnen zeigen möchte. Hier das Thema Gartengestaltung nur ganz kurz. Gartengestaltung ist ja hier das Hauptthema. Und wir sind sozusagen Seiteneinsteiger, weil wir die Oldenburger Gartentage dazu nutzen, unser Medium, unser System mal vorzustellen. Aber wir arbeiten natürlich auch mit Gartenplanern zusammen, um aus einem Glashaus auch eine eingebundene Situation zu kreieren. Hier sind Beispiele. Natürlich gehören dazu Mauern, dazu gehören auch mal Pergolen, so wie hier dargestellt. Kommen wir zum fertigen Wintergarten. Dies ist ein Beispiel aus der unmittelbaren Umgebung, auf das ich schon hingewiesen hatte. Dieser Wintergarten ist an ein redgedecktes Gebäude angebaut. Das ist sicher eine gestalterische Herausforderung, der wir uns hier gestellt haben. Einige Merkmale möchte ich Ihnen hier zeigen, die man immer wieder treffen kann. Also das ist der sogenannte Sonnenschutz. Hier nur einseitig, weil hier die hauptsächliche Sonneneinfallseite ist und auf dem Grundstück viele hohe Eichenbäume standen, die auch einen sehr schönen Sonnenschutz übernehmen. Nur einseitig erforderlich. Dann haben wir hier eine Markise, die im Farbton des Wintergartens lackiert und dort angebracht ist. Und wir haben wieder die obligatorische Faltanlage als Herzstück des Wintergartens, die den gesamten Wintergarten über die volle Breite, über die volle Giebelbreite öffnen kann. Im Entreebereich einen geschlossenen Giebel geplant, der auch den Schornstein für den Kaminofen aufnimmt. Und von der Eingangsseite des Bauernhauses suggeriert, es handelt sich hier um einen massiven Anbau und nicht um ein Glashaus. Die Ästhetik ist also gewahrt, sodass die Harmonie zwischen alt und neu gegeben ist. Jetzt schauen wir bei diesem Foto aus dem Wintergarten in den Garten hinein. Auch über Eck nochmal. Der Witterungsschutz, der Nässeschutz ist durch eine vorgelagerte
Regenrinne gegeben. Ich lasse einfach mal Bilder sprechen. Hier schauen Sie auf den Giebel von der Innenseite. Wenn Sie durch diese Tür hinausgehen, sind Sie im Vorhof, also vor dem Gebäude. Nochmal ein Blick. Wichtig ist wie immer auch der eingebundene Garten, die eingebundene Gartenlandschaft. Und so einen Eindruck erzeugt der Wintergarten im Übergang von Tag zur Nacht, in der Dämmerungsphase des Tages. Es ist so, die Bauern bestätigen uns das immer wieder, das ist der Lieblingsraum der Familie, obwohl sie ein großes Bauernhaus haben. Man fühlt sich zum Licht hingezogen. Alle unsere Kunden, die sich mal dazu durchgerungen haben, einen Wintergarten oder ein Glashaus zu bauen, die werden ihre Aufenthaltsschwerpunkte im Haus etwas verlagern. Ich will nicht sagen, dass die anderen Räume nicht mehr genutzt werden, aber es findet eine Verlagerung zum Licht hin statt. Vorausgesetzt, man hat es planerisch gut umgesetzt. Hier nochmal ein anderes Bild. Man kann natürlich in die Sparren noch Beleuchtungsebenen einbauen, um die Beleuchtung gut bewerkstelligen zu können. Ein anderes Beispiel hier. Anbau eines Wintergartens an ein Fachwerkhaus. Auch eine stalterische Herausforderung. Auch gut gelungen. Hier hat man Teile des Glashauses massiv ausgebildet, um Stellflächen zu haben und um den Fachwerkcharakter des Gebäudes nochmal wieder aufzunehmen. Man hat also einen modernen Anbau, ein historisches Gebäude gesetzt, aber Sie sehen, hier haben wir Fachwerk und auch das moderne Gebäude hat stilistisch ganz reduziert auch einen Teil der Seitenwände als Fachwerk ausgebildet. Mit dem Nebeneffekt, Sideboards oder Öfen oder Ähnliches können denn dort präsentiert werden. Aber auch hier wieder Herzstück, Faltanlage, alles ist auf, voller Blick in den Garten ist gewährleistet, zufriedene Kunden. Hier wieder das obligatorische Glashaus, alles Emotionen pur, die einem begegnen, wenn man sich in so einen Raum zurückzieht. Sozusagen das Wohnzimmer nach draußen gelegt. Ein weiteres Beispiel, wieder ein Glashaus. Blick nach außen, hier sehen Sie die Faltwände, kaum zu sehen, weil nur die Glasstöße wahrgenommen werden können. Ein etwas stärkeres System wieder, ein Wintergarten, beengte Platzverhältnisse, nur ein kleiner Zugang hier zu einem sehr schmalen Grundstück, eine Herausforderung. Der Essplatz sollte nach vorne in den Garten hinein verlegt werden. Das ist hier sehr gut gelungen. Öffnung konnte komplett geöffnet werden, geht nur mit einer Faltanlage in dem Fall. Man kann auch dann noch, selbst wenn hier alles geschlossen ist, hinübertreten in einen überdachten Bereich. Man hat also hier das Dach auch noch mal weitergezogen in einen öffentlichen, nicht zu schließenden Bereich. Von innen nach außen mal geschaut, da sehen Sie den relativ kleinen Garten, der auch hier wieder eine Herausforderung darstellt. Hier haben wir ein Beispiel Winkelbungalow. Eine Situation, die häufiger vorkommt. Der Hauswinkel ist ein idealer Ort, um so ein Pultdach anzulehnen. Beschattung erfolgt unter dem Glas, alles schlanke Profile. Jetzt ist Sonne, die Elemente werden seitlich geparkt, das Ganze geht in einer Minute und man sitzt im Freien und doch geschützt. Hier von innen der Blick, oben der Sonnenschutz, Schatten, Wärme, Wohlgefühl. Ein anderes Beispiel, aber wieder ein Glashaus. Ich muss dazu sagen, Glashäuser sind von der Tendenz her heute die am häufigsten genutzte Möglichkeit, um die Aufenthaltsdauer auf der Terrasse um 3-4 Monate im Jahr zu verlängern. Mit wenig Aufwand erreichbar, mit einem maximalen Effekt, bei geringen technischen Anforderungen. Wieder der Abend, ein relativ kleiner Wintergarten,
Hier war die Aufgabe lediglich, den Sonnenplatz des Wohnzimmers zu erhalten. Das Wohnzimmer hat keinen Sonnenplatz. Es wurde eine Sonnenecke benötigt, eine Bücherleseecke benötigt, und die wurde hier über diesen Baukörper erreicht. Hier sehen Sie auch einige Elemente, die den Wintergarten betreffen. Einmal Beleuchtungselemente, die in die Sparren integriert werden können, die Faltanlage, die beiseite zu schieben ist, und hier das elektrisch gesteuerte Kippfenster, was in Abhängigkeit von der Temperatur das Klima in dem Wintergarten regeln kann. Der ausgefahrene Sonnenschutz hier, von außen in dem Fall. Als letztes Thema möchte ich Ihnen noch das Thema Kundenzufriedenheit ein wenig näher bringen. Und zwar, das ist in eigener Sache. Wir haben vor einem Jahr ein Projekt gestartet. Wir wollten uns fremdzertifizieren lassen. Wir haben unsere Kunden gebeten, uns zu beurteilen über eine vorgeschaltete Zertifizierungsgesellschaft, und sind jetzt vor einem Jahr angefangen und haben diese Bewertung an unsere Kunden gegeben, und die haben dann diese Bewertung ausgefüllt und an eine Zertifizierungsgesellschaft gesendet. Ich bringe das Thema deswegen jetzt, weil Wintergarten und Glashausbau, überhaupt das Bauen an sich, ist heutzutage mit viel Misstrauen verbunden, und wir wollen vertrauensvoll mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir wollen den Kunden die Möglichkeit geben, dass sie uns vorab auch bewerten können, wenn sie uns nicht kennen. Und wenn Sie unsere Wintergartenseite einmal besuchen, dann sehen Sie einen Bereich, wo wir die Kundenstimmen sammeln. Und das Projekt startete vor einem Jahr circa, und in diesem Jahr haben wir etwa 108 Bewertungen bekommen, die wir selbst nicht beeinflussen können. Ich habe Ihnen hier einfach mal exemplarisch einige herausgezogen. Natürlich machen wir andere Dinge außer Wintergärten. Es werden also viele Bereiche bewertet. Aber mir ist wichtig, dass das in uns gesetzte Vertrauen, beispielsweise wie es hier heißt, erfüllt wurde, vielleicht sogar übertroffen wurde. Das ist für mich wichtig, und dass man uns weiterempfiehlt. Ein anderes Testat haben wir hier. Da geht es um Glasfaltwände. Wir haben natürlich auch einen großzügigen Ausstellungsbereich von über 600 Quadratmetern, wo wir die Produkte, über die ich hier spreche, auch zeigen. Auch einen Außenbereich, wo wir Produkte zeigen. Und da haben wir natürlich in unserem Ausstellungsgebäude beraten. Und hier war eben die Bestätigung dafür, dass das Angebot den Vorstellungen entsprach und dass alles gut geklappt hat. Wir sehen auch hier andere Attribute. Gutes Team, habe ich heute noch wieder gehört. Rundum guter Service, auch Architekten, hier ist ein Architekt, ein Energieberater, der uns ausdrücklich lobt. Ich will damit Sie auch jetzt in den weiteren Besuch entlassen, einfach mit der Bitte, uns vielleicht mal, wenn eine Maßnahme ansteht, Ihr Vertrauen zu schenken, und möchte damit jetzt auch meinen Vortrag beenden. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören und für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Dank.